Moin! Jetzt ganz kurz mal auf schnell den Rücken wegballern. Ich habe das Gefühl, ich bin eine Maschine, mehr Maschine als vorher. Ich kann nicht sagen, aber CrossFit macht mich wirklich zur Maschine, pass auf. Ohne Diät oder sonst was. So, schnelles Training. Ich habe gerade mal eure Kommentare unter dem letzten Vlog hier gelesen beim Uwe-Kanal. Die Energie in den Vlogs ist unschlagbar. Einmal für den Algorithmus. Geil, ich freue mich aufs Video. Also das Feedback so ist voll krass auf dem Vlog-Kanal, dass ihr so einfach die Videos feiert und ich mache da leider viel zu wenig von. Aber jetzt kommt wieder mehr, meine Freunde. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit dafür, beziehungsweise nehme ich mir jetzt auch die Zeit dafür. Habe ich euch im Modus nach dem Training gar nicht gezeigt. Ich hatte schön lecker Reis mit Hähnchen und so eine Currysoße. Aber ich kann euch das hier zeigen. Ich bin ja Influencer auch und da fotografiert man ja alles. Ihr seht, das Ganze hat schön 42 Gramm Eiweiß und war richtig lecker. Und jetzt gönne ich mir den niegelnagelneuen Choctop Hazelnut Nougat. Das Ding schmeckt so wie Snickers oder auch, wenn du ganz viele Toffifees im Mund hast. Vertraut mir, bin der Proteinriegelmann des Vertrauens. Boah, guckt euch das jetzt an. 15 Gramm Proteine hat das Ganze. Alter, guckt euch das an, Digga. Guckt euch das an. Wir brauchen immer bekanntlich nach dem Essen immer schön was Süßes. Ja, Sir. Oh, genau das Richtige. Hätte ich so einen Mix zwischen den Toffifees und Snickers. Auch Proteinbasis und weniger Kalorien. Wirklich geil. So, jetzt geht es hier nochmal ein bisschen businessmäßig zur Sache. Der Michi stellt die neuen Anzüge vor. Das sind die, die wir hier anhaben. Und was macht er mit verschiedenen Influencern? Wie Eugen zum Beispiel und Lin ist auch am Start. Danach bin ich denn gleich dran. So, ich hatte jetzt meinen Part. Michi hat gerade, da ist der Gute, die neue Kollektion vorgestellt mit den Streifen hier. Da ist er. Mit dabei ist auch Lin. Und die zweite Hälfte, Dominik ist auch am Start, der hat schon die Weste dazu, die es gratis pro Bestellung dazu gibt, ab Sonntag um Punkt 11 Uhr. Und Lin hat die Jacke an für die Frauen, die kriegen auch was gratis pro Bestellung, das ist nämlich die geile Smilodogs Bomberjacke. Endlich auch mal eine Jacke, ne? Endlich auch mal eine Jacke, für die Frauen, ne? Die sind auch mal dran jetzt. Ja, Dominik, hast du ein paar Worte irgendwie, willst du irgendwas sagen? Ihr seid ja jetzt neu bei uns im Smilodogs Team, ne? Wir haben auf jeden Fall Bock drauf, wir freuen uns drauf, das sind sehr, sehr wilde Sachen. Auch Sonntag wieder. Wo macht ihr euren Content? Wo befindet ihr euch? Seid ihr die YouTuber, Instagrammer? Wo seid ihr so am Start? Hauptsächlich Instagram. Hauptsächlich Instagram. TikTok sind wir auch viel unterwegs. Deswegen gerne mal vorbeischauen. Instagram ist ein großes Medium geworden. Also was früher YouTube war, muss man schon sagen, ist Instagram. Ihr habt halt viele Möglichkeiten, ne? Mit den Videos, mit den Mails, mit IGTV, was auch immer. Du kannst das alles schnell mit dem iPhone abdrehen, bisschen reinfügen und so. Das geht so ratzfatz bei Instagram. Deswegen folgt dem, wie heißt ihr da? 37-Dominik. Ja. Lin, Laura, jeweils Doppel-L bei Lin und bei Laura. So sieht's aus, Leute. Folgen, reinhauen. Und Dominik und Lin haben hier auch noch zwei kleine Babys hier, würde ich gerade sagen. Wie heißt der Pack? Ah, guck mal hier. Da sind die doch, die kleinen Flitzer. Whee! Und da der andere. Whee! Guckt euch das an, Leute, die sind so süß. Und die haben sehr spezielle Namen. Der eine heißt Paganini. Paganini! Ja, du bist so süß. Ja, ihr seid alle so süß. Ich liebe euch auch. Oha, Susten oder was? Ja, ihr wollt zu mir, ne? Ihr wollt zu mir nach Hause. Ja, das kann ich voll verstehen. Und ich darf nicht vergessen, die gute Lin ist auch am Start. Oh, ich hab mich erschrocken. Nicht, dass ich hier Fußhupe jetzt hier. Hallo. Ja, das ist doch ein guter Start hier. Das ist die gute Lin. Dominik hat gerade erzählt, man findet euch auf Instagram und so weiter. Aber er hat gar nicht gesagt, was für ein Content ihr da macht. Was macht ihr da so? Also ich poste eigentlich jeden Tag meinen Workout. Oha, jeden Tag? Jeden Tag. Das immer, wenn ich trainiere. Ich poste das mit ihr. Und wer filmt dann? Dominik wahrscheinlich, oder? Okay, Dominik ist auch Kameramann. So, also Fußballer und Kameramann. Muss er halten. Also komplett Fitnessprogramm bei dir. Ja. Auch Rezepte am Start oder so? Auf TikTok. Meine Folder Meetings. Jeden Tag eins, was ich esse. Er hat gesagt, wie du auf Instagram heißt oder ihr und wie heißt ihr auf TikTok? Genau gleich. Genau gleich. Genau. Komm mal ganz einfach reinfolgen, Leute. Reinfolgen. Zeig mal Buddy! Zeig mal Buddy!
Die drehen gerade alle durch. Aber wir treffen uns morgen. Wir fahren mit dem Smilebox Tourbus morgen zu Rico ins Gym. Und da geben wir alle nochmal richtig gemeinsam geil Gas. Für mich geht das jetzt erstmal ab nach Hause. Da muss ich auch nochmal eine Sache für euch schneiden. Dann ist irgendwann Family Time. Let's fucking go.